Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von In aller Ruhe nachgedacht. Heute am Sonntag, den 28. Juli 2024. Es begrüßt euch alle wiederum ganz herzlich von Josef aus Graz. Das Nachdenken bezieht sich heute auf den gesellschaftlichen Normalzustand und eine Möglichkeit, dass sich die Gesellschaft im Zuge eines Evolutionsschrittes von der normalisierten Gesellschaft in eine natürliche Gesellschaft weiterentwickelt. Das wäre dann allerdings keine Revolution, sondern eine Evolution. Wenn wir die heutige Situation in Europa betrachten, dann stellen wir fest, dass hier römisches Recht gilt und dass die Kirche eine römisch-katholische ist, die anscheinend den Begriff christlich bewusst nicht verwendet hat. Der Gründer ist ja der Kaiser Konstantin, der hat es ja als politisches Instrument vorgesehen gehabt und es hat funktioniert. Es gibt also daher leben wir heute in der Normalität eines aktualisierten römischen Systems. Und von diesem römischen System sind zwei Aspekte weithin bekannt. Der erste Aspekt oder die erste Herrschaftsmethode heißt Teile und Herrsche. Und eine weitere Herrschaftsmethode heißt Panem und Circenses, Brot und Spiele. Bleiben wir bei den Spielen, haben wir gerade die Olympischen Spiele, also globale Circenses. Und wenn wir die Struktur der Spiele anschauen, dann gibt es hier immer zumindest zwei Parteien und einen Sieger und einen Verlierer. Das heißt, die beiden Parteien konkurrieren um den Sieg, um die Belohnung, ums Geld, um den Ruhm, um die Ehre. Dass es da überhaupt zwei Mannschaften, zwei Parteien gibt, die gegeneinander kämpfen, da hat es zuerst bereits der Teilung bedurft. Nach der Teilung gibt es eben die zwei Parteien und die können gegeneinander kämpfen und dann gibt es einen Sieger. Das ist das grundsätzliche Setup. Das sehen wir ja alle. Was weniger sichtbar ist oder gar nicht sichtbar ist, ist, dass es einen Veranstalter gibt. Wenn man an Fußballspiel denkt, an einen Boxkampf denkt oder was auch immer, gibt es auch nicht nur die zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen, sondern auch den Veranstalter und der Veranstalter verdient dabei. Das ist der, der kassiert und der ist wenig sichtbar in der allgemeinen Betrachtung. So, jetzt haben wir diese verschiedenen Mannschaften, die gegeneinander kämpfen, nicht nur im Sport, sondern die sind auch auf der sogenannten politischen Bühne etabliert. Da gibt es also auch die Parteien, die im Wahlkampf kämpfen, sie um die Gunst der Wähler, um die Wählerstimmen. Und wer ist der Veranstalter
In wessen Rahmen findet das statt? Und es findet interessanterweise im rechtlichen Rahmen statt, denn der Veranstalter ist sozusagen das Rechtssystem, das wir im Augenblick haben, mit dem Parteiengesetz, dass die Parteien grundsätzlich wie Vereine agieren, mit dem großen Unterschied, dass sie für überhaupt nichts, was sie tun, auch nur irgendwie haftbar sind. Die sind also aus der Haftung entlassen. Gut, jetzt sehen wir also plötzlich eine politische Bühne, auf der das Ganze passiert, und Begriff, den wir jetzt brauchen, ist, dass die gegeneinander in Konkurrenz stehen. Das heißt, wir leben heute in einer normalisierten Gesellschaftsordnung, in der die römischen Zirzenses sichtbar sind, im Sport und auch auf der politischen Bühne, und das Teile-Herrsche-Prinzip durchgängig angewandt wird, damit es zum Zustand der Konkurrenz kommt. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Alternative zur konkurrierenden Beziehung? Und die gibt es, das ist nämlich das Verständnis, dass man sich gegenseitig ergänzt. Beim gegenseitigen Ergänzen gibt es dann keinen Sieger und keinen Verlierer, sondern gibt es im Grunde genommen einen Gesellschaftszustand, den man als ruhig und im Wohlstand bezeichnen könnte, zumindest als Zieldefinition. Gut, was bedeutet das jetzt? Und hier gibt es jetzt einen weiteren Brückenschlag zum Begriff der direkten Demokratie. Die heutige Normalsituation ist, dass wir Parteien wählen, und die Parteien, die schieben dann nach Bedarf ihren Bundeskanzler an die Front als obersten Beamten. Ja, der Bundeskanzler ist ein Beamter, die Minister auch, sind keine Gesetzgeber, die haben Gesetze zu erfüllen, können Verordnungen machen, ja. Und das heißt, wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, wer jetzt von den Lobbyisten im Hintergrund der Parteien als Führungspersönlichkeit, wie es so schön heißt, innerhalb der Partei erwählt wird, und den muss die Partei dann mehr oder weniger nehmen, sonst gibt es also keine Zuwendungen mehr von der Seite der Lobbyisten, also der gesamten Industrie. Das verstanden habend, ist jetzt der Schritt zur Lösung und zur Befreiung aus diesem Dilemma ganz ein kleiner. Wir brauchen ein Persönlichkeitswahlrecht. Von der staatlichen Seite her ist der Staat eine Organisation, die verschiedene Bereiche nach außen regeln muss, das sind die Außenbeziehungen, und für eine gewisse Ordnung im Inneren sorgen muss, das ist die innere Ordnung. Und die innere Ordnung kann, wenn das Parteiensystem durch ein Persönlichkeitswahlrecht abgelöst wurde, sehr einfach verstanden werden. Der Hauptausdruck der Organisation der Staatlichkeit findet in den Gemeinden statt. Und ein typisches Beispiel ist die Zuständigkeit der Gemeinden für die Grundschulen. Heute wird über irgendwelche grünen Wolken parteipolitischen Entscheidungen in irgendeinem Ministerium oder so irgendwas Unterrichtsmaterialien vorgegeben, wo es den Eltern die Haare aufstellt. Das ist ein ganzer Wokismus. Der kommt über die Parteien rein und über die Beamten, die über die den Postenschacht eingesetzt wurden und daher der Partei verpflichtet sind und nicht den Wählern.
Gut, und das geht jetzt relativ einfach zum Erledigen, indem die Elternvereine die Aufsicht über die Lehrinhalte übernehmen und sehr wohl ausreichend Möglichkeit haben, in der Unterrichtsgestaltung Einfluss zu nehmen und eventuell dann einen ihrer Vertreter als den Bildungsbeauftragten oder Schulbeauftragten der Gemeinde als Person, Persönlichkeitswahlrecht zu wählen und dem Autorität zu verleihen, damit man nicht einzeln verhandeln gehen muss mit der Direktion der jeweiligen Schule. Das ist direkte Demokratie, das ist Bürgerbeteiligung, das ist Persönlichkeitswahlrecht, das ist direkte Demokratie zur Organisation der Erfüllung der Aufgaben, zu denen ein Staat verpflichtet ist. Die kleinste Verwaltungseinheit ist die Gemeinde und hier kann man sehr gut ansetzen, um direkte Demokratie zum Beispiel auf der Ebene des Schulsystems einzubringen. Gut, was passiert, wenn die zentrale Verwaltung nicht mehr vorhanden ist oder ersetzt worden ist, dann tritt ein Prinzip ein, das ist als Selbstorganisation bekannt. Und das ist ein kreatives Prinzip und wenn jede Gemeinde das mit ihrer Schule so machen kann, wie es die Eltern für richtig halten, dann gibt es auch hier dann Kommunikation unter den Gemeinden. Hier können Lehrer ausgetauscht werden. Es gehören erfahrene Fachleute, Privatpersonen in Unterricht hinein, die Kinder mit dem wirklichen Leben in Kontakt bringen und nicht nur diese für den Alltag relativ wenig brauchbare höhere Mathematik zum Quälen der Mädchen vor allem in der Oberstufe dann einsetzen. Gut, ich hoffe, das ist so ungefähr ein Überblick gewesen, dass in welchem Normalsystem, römisch-katholischen Normalsystem, wir im Augenblick verhaftet sind und dass der Ausweg aus dem Ganzen die direkte Demokratie ist und die beginnt mit der Übernahme der Verantwortung der hauptwohnsitzenden wahlberechtigten Bio-Österreicher jeweils in ihrer Katastralgemeinde. Und wenn die Verantwortung von der Bürgerschaft übernommen ist für die öffentlichen Aufgaben, dann ist der zentrale Imperator von selbst überflüssig geworden. Und da war nie ein Kampf, sondern das Neue hat einfach begonnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Mitdenken und für neue Entscheidungen aufgrund neuer Erkenntnisse. Und wie immer verbleibe ich bis zum nächsten Mal mit einem viel Glück für uns alle.